westlich vom Kristallthron befindet sich die höchste natürliche Felsformation in der Gildenhalle Verlorener Abgrund und auch das Ziel unseres ganz eigenen Gildenhallen-Sprungrätsels. Und dort, nach vielen verzweifelten Versuchen endlich anzukommen, ist ein erhebender Moment. Dieses Jumping-Puzzle wurde gestern von Steffen, mir und unserem Moderator Paul konzipiert und gemeinsam gebaut. Und natürlich würde es dieses Video jetzt nicht geben, wenn damit nicht auch eine kleine Challenge inklusive Preisgeld verbunden wäre. Jedes LDJ-Gildenmitglied, welches uns einen Screenshot schickt, auf dem eindeutig zu erkennen ist, dass ihr hier oben bei uns am Ziel mit eurem Charakter steht, erhält 5 Gold. Und für die Person, die es als allererstes schafft, lege ich sogar noch aus eigener Tasche den Skin für Dwaynas Schwert bei. Ein Ticket-Skin, der inzwischen schon wieder gute 80 Gold wert ist. Euren Screenshot schickt ihr bitte an die E-Mail-Adresse feedback@gw2-jäger.de, denn so landet euer Bild direkt beim gesamten Team. Es dürfte logisch sein, dass die Belohnung pro Person natürlich nur einmal ausgezahlt wird. Ihr solltet auf keinen Fall erwarten, dass dies eine leichte Herausforderung wäre. Das Jumping Puzzle ist stellenweise sehr anspruchsvoll gelungen, dauert gute 15 Minuten, wenn man den Weg kennt, und wir werden euch nicht verraten, wo der Startpunkt ist. Das Ziel habt ihr nun gesehen, aber herauszufinden, wo es losgeht, das ist schon eure erste Prüfung. Nur so viel, am Ende dieses Videos gibt es dazu noch einen kleinen Hinweis in mystischer Versform. Dann sei noch gesagt, dass es in diesem Sprungrätsel Stellen gibt, die euch bei Versagen zwingen, wieder von ganz vorne zu beginnen. Stellen, bei denen ihr euch auch noch einmal retten könnt, und vor allem eine Stelle, die auf den ersten Blick wie eine Sackgasse aussieht. Aber wenn ihr die Zeichen richtig deutet und etwas eigentlich Unmögliches wagt, dann findet ihr den Weg. Außerdem benötigt ihr die Beherrschung des Gleitens, um das Rätsel lösen zu können. Mit der Fähigkeit Lehnen könnt ihr euch sogar die ein oder andere Abkürzung schaffen, aber mit Gleiten alleine ist es machbar. Da sich das Jumping Puzzle in unserer Gildenhalle befindet, funktioniert das Item Teleport zum Freund übrigens nicht. Und auch für die Faulen, die sich gerne von Messmann porten lassen, sieht es düster aus. Denn unser Ziel ist so weit oben, dass ein Portal vom Hallenboden aus außerhalb der erlaubten Maximalreichweite liegen würde. Ihr müsst also selber springen. Logischerweise können nur LDJ-Gildenmitglieder an dieser Challenge teilnehmen, aber wir nehmen noch Mitglieder auf. Wenn ihr also Interesse habt, uns beizutreten und natürlich auch dieses Rätsel zu lösen und 5 Gold zu gewinnen, dann schaut auf unsere Webseite gw2-jäger.de in die Kategorie über uns und dort Mitglied werden. Da steht, was ihr tun müsst, um uns beizutreten. Das waren nun alle wichtigen Informationen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Knobeln und Springen. Und hier nun noch der mystische Hinweis auf den Startpunkt. Unter Tage, wo Reichtümer noch verborgen sind, laufe zweimal hinauf und sei dann nicht blind. Glänzend, grün und schwebend, der Anfang liegt bereit. Wage den Sprung, nutze die Zeit.